Hallo Leute und herzlich willkommen zu meinem ersten League of Legends Guide. Dieser Guide ist nicht live kommentiert, sondern es ist lediglich eine League of Legends Aufzeichnung, die ich mit dem LOL Recorder aufgenommen habe. Das heißt, ich werde nicht live spielen, sondern nur halt dazu kommentieren. Das ist ein Spiel, wo ich ziemlich gut gespielt habe sogar. Also es war lief ziemlich gut. Und ich habe immer gedacht, ja, machst du mal einen Akali-Commentary dazu? Ich meine, das lief easy und während man nicht spielt, kann man sich leichter aufs Reden konzentrieren und genau erzählen, was man wie macht und alles skillt und so weiter. Also im gegnerischen Team haben wir Ahri in der Mitte-Lane. Leona ist Botte mit Firefighters Tristana, einem Legendary Skin. Ich werde Top Galactic Renekton kriegen und Dr. Mundo wird Jungle gehen. Ich gehe, wie gesagt, Top. Warwick geht bei uns jungeln, Graves geht Bottom, Gragas alias Homoboy Marcel geht Mitte und Alistar geht Bottom mit Graves. So, nachdem es gleich geladen hat, sehen wir uns wieder. Also bis gleich. So, da sind wir auch schon in-game. Wie man sieht, Summoner's Rift. Als erstes backe ich natürlich zuerst mein Q, das Mark of the Assassin. Und ich wähle immer zuerst Boots 3 Heiltränke auf der Top-Lane. Das gleiche mache ich eigentlich auch, wenn ich Mitte gehe. Denn ich habe bereits meine Masteries 13 AD mehr. Das heißt, ich kriege meine erste Passive schon mal. Nämlich die Discipline of Might. Dadurch kriege ich immer Lifesteal. Spellvamp, wenn ich ein Unit mit meinem Magic Damage anhaue. Und ich habe leider... das war dieses Game ja nicht so, dass ich meine Runen hatte. Da habe ich die falschen Runen genommen. Und deswegen habe ich mit Dorans Blade und nicht mit Boots 3 Heiltränken gestartet. Und ich hatte trotzdem noch die Ability Power Rune drin, das heißt 25 AP hatte ich trotzdem noch. Das heißt, ich hatte trotzdem beide Passiven hatte ich am Anfang dann schon ready. So, schauen wir mal, Marcel campt da drin im Busch, das macht er gern. So, der Alistar und der Graves beschützen den Warwick, um zu verhindern, dass die gerade invaden. Gerade ist nicht so viel zu reden, es kommen gleich die ersten Minions in, so gut 7 Sekunden. Und man sieht da schon gleich, wie der Warwick anfangen wird zu jungeln. Er wird, glaube ich, den Blue Buff pullen, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Oder einer von den beiden, glaube ich. Ich weiß es nicht mehr genau. Lassen wir mal gucken. Ich weiß das, ich habe es gar nicht mehr so in Erinnerung. Ich glaube, er pullt, oder? Schauen wir mal. Ja, genau, er hat im Fass gepullt. Denn als der Blue Buff gespawnt ist, hat er direkt ein bisschen Schaden drauf gekloppt. So, und dann haut er auch schon fleißig auf den Blue Buff drauf. Graves hilft ihm noch ein bisschen, indem er drauf schießt. So, währenddessen spiele ich Top gegen Renekton, wie schon erwähnt. Und versuche hier am Anfang so ein bisschen defensiver zu spielen, denn Renekton ist schon ein Gegner, den man nicht unterschätzen sollte. Deswegen werfe ich immer meinen Q, wenn ich kann, um die Minions zu last hitten. Hier auch schön die Minions runterkloppen lassen, bis man rankommt. Schön von Renektons Q ausweichen, da habe ich mich leider ein bisschen verklickt, aber das macht ja nichts. Da habe ich mich auch wieder verklickt, weil ich in dem Zeitpunkt eine Woche kein LoL mehr gespielt hatte. So, dann wie gewohnt einmal Auto-Attacken, nachdem man Q draufgeworfen hat. Da habe ich natürlich ein bisschen gefailt und das Damage überschätzt. Und deswegen von Renekton seinen Q kassiert. Deswegen spiele ich am Anfang auch defensiver, weil man da mit Akali halt nicht so viel machen kann. Man hat ja ihre Ulti noch nicht und kann noch nicht an ihn ranspringen. Deswegen stehe ich hier am Tower und versuche ein bisschen zu last-hitten. Mit Betonung auf Versuche. Denn das habe ich in dem Spiel auch leider nicht so gut hinbekommen. Also das war nicht ganz so gut, wie ich es gewohnt bin. Level 2 spec ich dann meine Twilight Shroud. Das heißt, wenn dann auf Level 2 ein Gank kommt, wie zum Beispiel von Lee Sin oder sonst wem, kann es zwar sein, dass meine Twilight Shroud mir dann dennoch nichts bringt. Trotzdem spec ich sie halt zur Sicherheit. Denn in dem gegnerischen Team gibt es ja keinen Lee Sin, sondern Dr. Mundo. So, auf Level 3 spec ich dann mein E. Dann habe ich jedes Mal, wenn ich ein bisschen Damage mache, kann ich auch dann noch gleich mit dem E nochmal nachpfeffern, damit er immer mehr gepokt wird. Also immer mehr Schaden kassiert. So, hier auch das schön das Q draufwerfen, um sicher zu gehen, dass meine Auto-Attack nicht zu schwach sind und die Minions den Last kriegen. Da wollte ich den Minion Harrison mit E, habe aber gleichzeitig den Renekton getroffen. Währenddessen der Renekton leicht am Pushen.
Also schon, also er versucht nicht wirklich zu lasten, sondern pusht eher viel mehr. Am Anfang macht der Cooler da noch nicht so viel Schaden, deswegen habe ich die Minions Lani dann noch nicht hinbekommen zu Last-Hitten. Aber die hier habe ich geschafft, nämlich ich hau immer meinen Q drauf. Und wenn das dann zu wenig Schaden ist, mache ich dann direkt danach mein E. Das gewährleistet mir dann den Last-Hit. Und auf Level 4 spec ich direkt den zweiten Punkt in Mark of the Assassin, weil es halt der meiste Schaden im Early Game ist. Vor allem ist er zum Last hinten oder zum Farmen richtig gut. Also das ist auf jeden Fall ein positiver Aspekt. So, weiter draufgehauen, wieder ein Last-Hit für mich. Jetzt habe ich 16 Stück. Den erste Kill ging, glaube ich, gerade eben an der gegnerischen Tristana. Da hat der Graves leider nicht so aufgepasst. Oder war das der Graves, der gestorben ist? Ich weiß das gar nicht mehr. Das war der Alistair. So, da kommt auch der Renekton. Das leidet durch mich durch. Ich habe leider keine Healpots, um mich zu heilen, weil ich das noch nicht, weil ich halt mit Dorans Blade angefangen habe, weil es sonst keine Passive hätte und dann nicht auch gar keinen Spellvamp und hätte ich wirklich gar nicht viel machen können. So, da sehen wir auch schon, wie Warwick ganken kommt. Leider habe ich das ein bisschen verpennt, aber ich konnte auch nicht ganz so viel machen mit meiner Shroud. Also, ich hatte wirklich kaum was. Ich hatte auch nicht groß Lust, mich da rein zu flashen, weil Warwicks Ganks vor Level 6 eh nicht so stark sind und meine Fähigkeiten sind auch nicht so stark vor Level 6. So, da sieht man auch, dass Warwick von denen umzingelt wird. Ich versuche ihm zu helfen mit der Twilight Shroud, platziere die, gehe rein, haue zwar nicht auf den Mundo drauf, da habe ich natürlich gepennt und nicht versucht, ihm richtig zu helfen, aber ich glaube, ich wäre auch richtig gestorben, wenn ich da reingelaufen wäre. Denn ich hatte nicht mal mehr Hälfte Leben und gegen Renekton und gegen Mundo wäre das schon ein bisschen riskant, würde ich sagen. Also ich hätte es versuchen können, aber das war mir dann doch zu unsicher. Also da hat der Warwick, glaube ich, ein bisschen nicht aufgepasst. Auch wenn er aus dem Busch da angekam. Da konnte man auch nicht so wirklich gut aufpassen. So, der Renekton, ich warte jetzt ab, bis der Renekton pusht. Da hat er den Last Hit, glaube ich, vergeigt. Ich bin mir aber nicht sicher, ob er das wegen seinem Red Buff doch bekommen hat. Das Q haue ich drauf, bevor der Tower die Minions komplett kaputt macht. Dann immer schön darauf achten, dass man möglichst viele Last Hits mitnimmt. Also, dass der Tower nicht zu viele von einem mitnimmt. So, die Auto-Attacks von Akali sind sehr stark während ihrer Passive, deswegen wanted sie die Creeps auch, wenn der Tower sie einmal anhittet, zumindest was die Caster-Minions jetzt betrifft. So, da haue ich wieder ein Q drauf, weil ich es mit dem Lauftempo nicht geschafft hätte, rechtzeitig, um den Minion Last zu hitten. Vor allem wäre da der Renekton im Busch gestanden und die hätte nochmal fleißig von seinem Blue Buff an Schaden kassiert. So, da sehen wir auch, nochmal Q drauf werfen, nochmal, jetzt habe ich die Ulti ready, das heißt, ich kann jetzt an Renekton direkt ranjumpen. Und meine Strategie ist halt immer, zuerst das Q ranschmeißen. Und wenn man dann sicher sein kann, dass einem nichts passiert oder nicht viel, dass man direkt mit der Ulti wieder ranjumpen kann, dann Auto-Attack machen kann, damit der Q nochmal prockt. So, da haben wir gesehen auch, dass der Renekton direkt reingecharged ist. Da habe ich sofort meine Shroud aktiviert, weil ich wusste, dass der im Busch stand. Und hätte ich das nicht gemacht, hätte er mich mit seinem Ignite und mit seinem Red Buff noch gekillt. Deswegen muss man da teilweise echt gut reagieren können. Also das ist schon manchmal nicht ganz so leicht, wie einige denken mit Akali. Auch wenn sie relativ schnell zu erlernen ist, auch relativ einfach. Da habe ich leider zu spät mein E aktiviert. So, ich sehe, dass Renekton weg ist, deswegen schreibe ich gleich SS, müsste ich schreiben. Nee, er ist ja wieder da, deswegen lasse ich das. Gehe erstmal Base, weil er eh nicht so viel Schaden anrichten kann. So, Mitte geht auch nicht viel vor. Bottom sind sie fleißig am Kämpfen. Die Tristana steht zu diesem Zeitpunkt schon 2-0 und hat 42 Last. Der Renekton hatte auch schon einen Kill. Da hat er nämlich den Kill von eben gerade gekriegt an unserem Warwick. So, währenddessen versucht der Graves die Leona kaputt zu hauen, was aber nicht so schlau ist, denn man sollte zuerst den AD-Carry fokussen statt den Tank, der halt hilft. So, währenddessen habe ich mir erstmal Boots und zweimal das Zauberbuch geholt, weil ich nicht ganz so viel hatte für, für mein Hextech-Revolver. Denn ich baue mir gleich, nachdem ich meine Boots fertig habe, Hextech-Revolver als allererstes Item, da das ziemlich wichtig ist. Man kriegt dann 12% Spellvamp und guten Ability-Power-Schaden. Das heißt, ich habe dann, gut, wenn ich den habe, 21% Spellvamp, was ziemlich nice ist, weil wenn ich meinen Q drauf haue und nochmal drauf haue, kriege ich ja einmal dafür fürs Q, für den Schaden vom Q und nochmal für den Auto-Attack danach nochmal Spellvamp. Das heißt, ich kann ziemlich gut in der Lane bleiben. Da hat er versucht, mich mit dem Q anzuhitten, aber kassiert einen nach dem anderen Tower-Hits. Denn er hat spielt ja nicht ganz so vorsichtig wie ich gerade. So, wieder Q-Specken. Gucken, da kommt Marcel und versucht zu ganken, aber Renekton versteckt sich im Busch.
Da sieht man auch, dass der Renekton ankommt. Er fleißig sein Fass. Hat leider nicht getroffen. Da hat er, glaube ich, da hat er seine Ulti gefällt. Ich schmeiß mein Q ran. Geh nochmal drauf. Ignite ihn. Und er stirbt an Ignite. Da habe ich natürlich gepennt. Ich hätte nochmal einmal ranjumpen können, um damit, um den Kill zu gewährleisten. Was aber nicht nötig war. Habe ich ein bisschen Glück gehabt. Aber das wäre, glaube ich, auch ein bisschen riskanter gewesen. Hätte ich viel mehr Tower jetzt kassiert und wäre Lowlife gewesen. Was auch nicht so gut wäre. Deswegen hat das schon gepasst mit dem Kill. Soll man sich auch nicht direkt drüber aufregen. So, dann geht er direkt auf seine Lane zurück. Er hat den Blue Buff von unserem Warwick bekommen. Bottom will schon der Mundo ganken. Dem Ball weicht Graves gekonnt aus. Er macht direkt sein Egel, ist das, glaube ich. Aber er schafft es, glaube ich, nicht an Mundo zu... Da weicht er den Dings aus, aber Mundo flasht sich direkt hinterher, um ihn anzugreifen. So, der Alistar versucht ihn jetzt zu töten, aber das hilft ihm auch nichts, denn Mundo schmeißt seine Ulti an und rennt so schnell weg, wie er kann. Währenddessen versuche ich hier weiter zu last hitten und den Minions weiter zum Tower zu pushen, damit der Renekton halt nicht so viel Erfahrung bekommt, weil der Tower die dann kriegt. Leider hat mir das gar nichts gebracht, weil er direkt danach wieder ankam, dann direkt wieder Shroud aktiviert, damit ich zumindest weniger Schaden kriege, denn meine Shroud macht mich nicht so unsichtbar, sondern sie gibt mir auch Armor und Magic Resistance. So, da versuche ich ihn rumzukiten. Er ist natürlich so blöd und lässt sich die ganze Zeit von meinem Q und meiner Ulti harassen, sondern kommt zum One-on-One. Ich jumpe noch einmal ran, mache mein E, aber der letzte Dot vom Ignite tötet mich noch. Das heißt, das war richtig knapp. Eigentlich hätte ich ihn mühelos bekämpfen können. Habe ich auch gemacht, aber leider hat es nicht ganz gereicht. So, dann hatte ich jetzt genug Geld für meinen Hextech-Revolver und habe mir auch gleich den Null-Magie-Mantel gekauft für meine Mercury-Treads, weil da Renekton halt einen Stun hat, ist das nie so schlecht, Mercury-Treads zu kaufen, weil das ja die Stun-Zeit reduziert. Vor allem ist das ziemlich wichtig, da wir noch eine Leona im gegnerischen Team hatten, das heißt, das ist nicht ganz so gut. Deswegen sind da Mercury-Treads deutlich besser, vor allem wegen der Ahri. Das macht ihren Taunt, glaube ich, auch ein bisschen weg. Währenddessen Marcel fleißig versuchen zu Last-Hitten. Hat 65 Last-Hits, 12 mehr als ich, weil er Mitte ist. Das spawnen halt, glaube ich, mehr Creeps als auf der Top- und Bottom-Lane. Ich kann mich auch irren, da hat er die Minions wieder gelast-hittet. So, gucken wir mal, was unten so abgeht. Währenddessen kloppt sich der Graves schön mit der Tristana. Tristana springt mit ihrem Jump weg. Da kann sie aber auch nicht viel machen. Währenddessen baut sich Leona keine Boots, sondern nur Heart of Gold und Philosopher's Stone, was ich nicht ganz nachvollziehen kann, weil man da ein bisschen zu langsam ist. Auf jeden Fall. Da wieder mit dem E gelastet, weil der Tower ihn sonst gekriegt hätte. Nochmal Q draufgeworfen, weil das einen relativ kurzen Cooldown hat. Nur 3 Sekunden, das ist fast nix. Den Auto-Attack und da nochmal ein Auto-Attack, nochmal Last Hit, 58 Stück haben wir jetzt. So, währenddessen hat sich der Renekton einen Cooldown-Boost gekauft und Brutalizer. Dann nochmal 3 Heiltränke und ein Doran's Blade. Dann chillt er, glaube ich, wieder, ja genau, er chillt, glaube ich, wieder im Busch. Und währenddessen er im Busch chillt, bin ich natürlich nicht so dumm und laufe rein, das ist klar. Ich warte nämlich, bis er von selber rauskommt. Denn wenn ich da reinlaufen würde, würde ich direkt einen Stun in die Fresse bekommen. Andererseits kam auch der Marcel wieder ganken, hat seine Ulti leider in dem Moment geworfen, als der Renekton geslidet hat. Also hätte sie ihn eigentlich zurückgeworfen, aber in dem Fall hat er leider ein bisschen Unglück. So, wieder fleißig mit E-Last hitten. Da versucht Renekton an mich ranzukommen. Schön die Shroud aktivieren, währenddessen ist er geslowed. Ich schmeiße mein E drauf, mein Q drauf, hau mit der Ulti Nummer 1 drauf. Warwick kommt auch gleich nochmal nach, um zu ganken. Da nochmal schön Q drauf werfen, macht schön viel Schaden. Ich gehe gleich direkt drauf, denn er macht jetzt seine Ulti. Ich springe drauf, haue nochmal das E rein, springe nochmal mit der Ulti, denn ich flashe mich und springe nochmal mit der Ulti und werfe nochmal einmal mein Q, um ihn zu töten. So, dann versuche ich von Mundo aus wegzulaufen. Währenddessen kommt aber die Ahri. Ich kite den Mundo so viel herum, wie ich kann. Versuche ihn noch viel zu harassen. Aber leider gelingt es mir nicht ganz so sehr. Ich versuche noch an die Vasallen hier ranzuspringen, von der Ahri wegzukommen. Aber das in Ignite erledigt mich dann, was die benutzt hat. Der Mundo slant dann natürlich auch den Warwick. Marcel hat es ein bisschen vergeigt. Naja, was heißt vergeigt? Er hat versucht zu helfen, aber er konnte auch nicht mehr so viel machen, da 2 von uns schon tot waren und dann noch 2 Stück waren. Ich schätze mal, wenn er da reingerusht wäre, wäre er auch gestorben. Also nehme ich dem das mal nicht übel. Währenddessen kann er ja ruhig meine Last Hits nehmen, während ich tot bin. Die nimmt er mit Auto-Attacks, obwohl er sie auch einfach mit dem Fass weghauen könnte, aber pff, ist ja nicht schlimm.
Ist ja seine Schande, wie der das macht. So. Währenddessen kaufe ich mir jetzt meine Mercury Treads und nochmal ein Zauberbuch. Denn danach gehe ich schon auf Glanz. Also Schienenglanz hole ich mir dann. Währenddessen, oh nee, Quatsch, was rede ich denn da? Ich hole mir da direkt das Rylas Crystal Scepter, weil mir das 500 Leben, 80 Ability Power und auch einen Slow gibt. Vor allem, weil mein Q dann erstmal slowt. Und dann, wenn ich noch einmal mit der Ulti ranspringe, slow das noch einmal. Das proc dann zweimal durch für eine Combo. So, kann ich ja, die Combo kann ich ja bis zu dreimal abziehen. So, da kommt die Ahri, tauntet mich. Ich mache aber währenddessen meine Shroud, gehe aber währenddessen noch einmal weg, da ich sonst verreckt wäre. Marcel geht mit seinem Bauchramme weg, um sich in Sicherheit zu bringen, weil er sonst auch verrecken würde. So, dann laufe ich hier den sicheren Weg nochmal hier lang, damit die nochmal hier rumkommen, um mich zu töten. Wieder einmal ein Punkt in der Twilight Shroud. Das ist relativ unterschiedlich, wie ich meine Twilight Shroud und meinen Crescent Slash dann nach meinem Q specke. Denn nachdem mein Maximum Damage herausgeholt ist, muss ich entweder gucken, haben die Gegner viel AD oder Magic Schaden, dann specke ich zuerst meine Twilight Shroud, weil mich das in Teamfights deutlich einfach überleben lässt, weil man da ja mehr Resistenzen bekommt gegen die Gegner. Vor allem kann man dann auf seine Cooldowns warten, das ist dann besonders wichtig. Aber wenn ich einen Gegner habe, der gerade nicht so hart am Harrison ist, dann kann ich auch direkt auf meinen Crescan Slash gehen, damit ich mehr Burst Damage raushaue. Dann, wenn ich ja meinen Q drauf haue, direkt drauf springe, proc das halt nochmal. Und wenn ich dann meinen Crescan Slash nochmal hinterher mache, macht das dann noch mehr Schaden. Also das sieht man gleich, glaube ich, auch, wenn ich meinen Q werfe. Da habe ich das gerade an Vasallen geworfen, nachdem er rangejumpt kam. So, aber gleich müsste ich die Combo abziehen, oder? Nee, ich habe gewartet, bis die Vasallen dann zu meinem Tower kommen. Den Vasallen mache ich noch einmal mit einem Wässer und einem Auto-Attack platt. Dann locke ich den Vasallen zum Tower. Mein Tower ist ganz schön angehittet. Der hat nur noch 950 Life von 2550. Also der hat ganz schön hart gepusht. Das ging auch nicht auch noch klar. Da habe ich aber noch ein bisschen den Tower gepusht. Das heißt, was heißt ein bisschen? Der hat gerade mal 25 Leben verloren, was auch nicht so viel ist. Hier natürlich versuchen, den Vasallen zu last hitten. Das war mir gerade im Moment wichtiger als Renekton zu Harrison. Klar, Renekton zu Harrison ist zwar nicht schlimm, aber ja, muss ja sein, ne? So, währenddessen pingen die da unten. Unten geht ein kleiner Teamfight los. Das ist leider nicht so geil. Das haben sie auch, glaube ich, ein bisschen verpennt. Währenddessen kommt der Renekton fast wieder in den Tower reingerusht. Dann versuchen sie, den Drachen zu machen. Und zwar das gegnerische Team. Die Ahri verfehlt natürlich ihr Dings. Währenddessen versuche ich hier gegen den Renekton zu kämpfen. Währenddessen holt aber Marcel den Double Kill. Hätte ich vielleicht nochmal ein bisschen hier bleiben sollen, also hier bei Marcel, um das zu sehen, aber ich habe das nicht mehr gerne so in Erinnerung. Das ist, glaube ich, schon ein Monat her, das Spiel. Ich bin mir aber nicht mehr ganz sicher. So ein Monat oder so, mindestens 2-3 Wochen, egal. Das war jedenfalls nach dem neuen Patch, wo die auch die Camps ein bisschen anders mit so neuen Symbolen ausgestattet hatten. Wann das war, weiß ich jetzt nicht mehr genau. Müsst ihr mir dann in die Kommentare schreiben. So, währenddessen Renekton natürlich wieder am Pushen. Ich lasse ihn natürlich pushen, damit ich Free Last Hits kriege. Und um nicht auf ihn auf die Schnauze zu kassieren. Da wieder mit E Last Hitten. Ich gucke, alle sind SS. Habe ich das geschrieben? Nee, brauche ich auch nicht. Das müsste eigentlich ja wissen. So, Renekton SS. Habe ich das geschrieben? Nee, der ist ja wieder da. Da wollte ich SS schreiben, da habe ich wieder Re geschrieben. So, gut. Nicht, dass ihr denkt, dass ich niemals SS schreibe, was aber teilweise wirklich der Fall ist, dass ich manchmal das ein bisschen verpenne, wenn ich so ein bisschen aufs Last-Hitten konzentriert bin oder so. So, währenddessen habe ich schon 94 Stück und ich habe schon wieder 1100 Gold, aber ich gehe noch nicht direkt zur Base. Ich könnte mir jetzt direkt meinen Giants Belt holen von meinem Rise-Lice Crystal Scepter, aber ich überlege mir erstmal. So, währenddessen wird der Warwick von Mundo gechased. Der Warwick versucht sich mit seinem Q nochmal hochzuheilen. Haut dann aber nochmal seine Ulti raus und versucht, den wirklich darin festzuhalten im Tower. Aber leider schafft es Graves, glaube ich, nicht mehr, ihn zu töten. Ja, es schafft es leider nicht mehr. Das ist was sehr schade ist. Verpennt das, glaube ich. So, währenddessen fällt die Tristana ihren Sprung und wird von Marcels Ulti weggehauen. Das heißt, sie stirbt direkt. So, dann habe ich, glaube ich, wieder meinen Crescent Slash gespeckt, genau, mein Crescent Slash. Habe ich mich entschieden, auf die offensivere Variante zu gehen von den Attacken her.
Hier ist eigentlich ziemlich ruhig erstmal auf der Top-Lane. Wir fokussen gerade nur aufs Last-Hitten, beziehungsweise den Gegner ein bisschen zu harassen. Währenddessen hat leider Rennington ein paar Last-Hits mehr als ich. Dafür habe ich einen Kill mehr als er. Das heißt, das gleicht es so ein bisschen aus zumindest. Also ich liege nicht ganz so weit hinten. So, Mitte geht gleich wieder ein kleiner Gank los. Da pingen sie, dass Alistair aufpassen soll, weil gerade der andere Jungler weg ist. Wie eigentlich immer. So, das war keine gute Gelegenheit, den zu killen. Gerade hat nochmal Graves den Tower geslaint. So, und Mundo müsste gleich, glaube ich, draufgehen. Das ist nämlich ein kleiner Teamfight. Ich finde das gerade ein bisschen doof, dass sie die Live-Anzeige nicht anzeigen. Muss ich immer so draufklicken, um das richtig zu verfolgen. Weil jedenfalls haben sich beide Parteien, also unsere und deren Team, haben sich ziemlich low gekloppt. Last Hit natürlich wieder. Ich gehe währenddessen Base, habe genug Geld für meinen Giants Belt gesammelt, den ich gleich auch kaufen werde. Ja, dann weiß ich nicht mehr, was ich mit dem restlichen Geld mache. Ich glaube, ich gehe einfach direkt weiter mit dem Geld zu meiner Top-Lane. Währenddessen steht die Tristana Bottom 3-1. Der Mundo steht 4-2, der Leona 3-0 und die Ahri 2-1. Also es läuft schon mal nicht gut für den Alistair. Der hat 0-4 und der Warwick hat auch 0-5. Also war ich und Marcel waren die einzigen mit positiven Stats zu diesem Zeitpunkt. Wir hatten noch 6 zu 14 Teamkills. Also das war schon ein bisschen heftig. So, da fliegt das Q nochmal hin, ist er her. Unten haben sie irgendwas gepinkt, da haben sie Tristana, wollten sie töten, aber Tristana ist währenddessen nochmal weggelaufen. So, währenddessen lastete ich nochmal genüsslich. Da kommt der Renekton, ganken. Das war eigentlich nicht nötig, meine Twilight Shroud zu benutzen, aber da hat es ein wenig geleckt. Und man mit E gelastetet, da nochmal das Q drauf geworfen, dann eben nicht. Dann haben wir nochmal hier. Da hat leider nicht gereicht. Aber nochmal mit dem E gelastetet. So, und dann habe ich nochmal Kraskin Slash gespeckt. Währenddessen macht der Jungler für unseren Midlaner den Blue Buff. Und Top geht auch wieder gleich ein bisschen Action los, denn der hat jetzt nicht nur Brutalizer, sondern auch Hexdrinker und baut sich, glaube ich, daraus Mordred. Nee, nicht Mordred, wie heißt das nochmal? Maw of the Momorcious heißt das, glaube ich. Oder? Ich weiß es gar nicht mehr. Magic. Nee, das war Defense, Magic Resist, Hexdrinker, Maw of the Momorcious. Irgendwie so wird es ausgesprochen. So, währenddessen kloppen sich beide Parteien um den Dragon. Ich versuche so schnell wie möglich hinzulaufen. Währenddessen wird der Mundo richtig kaputt gekloppt. Der launcht direkt auf die Tristana der Warwick. Die Tristana baut sich Full Damage. Unser Team ist gerade richtig am Verrecken. Währenddessen komme ich aber von hinten, springe auf den ersten, nämlich auf den Mundo, schmeiße mein Q hinterher, jumpe auf die zweite, mache den Double Kill, dann springe ich auf und schmeiße zuerst mein Q, switche aber dann doch zur Tristana, nachdem ich in der Reichweite der Ulti bin. Sie healt sich, was aber nichts bringt, denn ich ignite sie nochmal. So, dann haut er sie weg, ich springe aber nochmal ran und während sie sich wegflasht, trifft und meine Ulti trotzdem nochmal. Ich hau nochmal mein Q drauf, springe nochmal hinterher, haue so viel drauf, wie ich kann. Ich weiß ja, dass ich sicher bin, dank Alistair, und hole den vierten Kill für mich. Also ein inoffizieller Quadra-Kill war das. Da stehe ich 7 zu 2 und versuche noch den Tower weiter zu pushen, während Alistair leider Base geht, was ich nicht ganz so verstanden habe. Aber währenddessen pushe ich den Tower nochmal zu Ende, soweit ich kann. Mitte checkt natürlich Rennington nicht, dass ich Bottom seinen Tower weiter pushe, und bleibt natürlich Mitte. Naja, was heißt Mitte? Er ist jetzt SS gegangen, und da es mir zu riskant war, mit beiden Buffs noch auf der Bottom-Lane zu bleiben, während der Rest SS ist, bin ich nochmal weggegangen. Währenddessen kloppen sich der Graves und der Rennington. Rennington hat zwar noch fast Full Life, aber der Graves kommt doch noch, ohne zu verrecken. So, dann mache ich den gegnerischen großen Golem von ihm und lasse den kleinen da, damit der länger braucht zu respawnen und damit der Jungler halt einen Nachteil hat. Ich meine, wo man schon mal da ist, kann man den ja machen, ne? Dann versuche ich wieder Mitte zu gehen, währenddessen wieder drei Leute von uns sind und wieder einige vom gegnerischen Team. Ich springe auf die Ahri drauf, hat mir aber leider nichts gebracht, da der Graves schon getötet wurde. Währenddessen wird ein Rennington getötet. Ich springe nochmal drauf und kriege den nächsten Kill, damit stehe ich jetzt 8-2, versuche den Mundo noch zu
zu hacken, wollte ich gerade sagen. Aber ich hau nochmal mein Q drauf, so oft es geht, hau ich nochmal drauf und mit E hole ich dann den nächsten Kill und stehe 9-2 und dominiere bisweilen meine Toplane und das ganze Spiel. Habe auch, naja, das ganze Spiel nicht unbedingt, ne? Aber ich habe schon 9 von unseren 13 Teamkills, also schon ein bisschen mehr als die anderen geleistet, wobei Marcel sich auch ziemlich angestrengt hat, ne? Also es war nicht nur mein Verdienst. So, währenddessen tankt die Muku den Tower und schmeißt seine Ulti an, um den Tower halt so möglich wie lange zu tanken. Aber das war nicht mehr nötig, da die Minions gekommen sind. Den Tower lassen kriege ich halt, weil ich so gut bin. Währenddessen habe ich fast 3,7k fertig und hole mir als nächstes Item dann mein Rylai's Crystal Scepter. Den habe ich dann. Und dann gehe ich direkt auf Glanz und danach auf Lichbane. Also hole mir nochmal den Blasting One. Das heißt, ich habe jetzt schon 239 AP und 116 AD. Das heißt, ich bräuchte eigentlich fast mein Doran's Blade nicht mehr. Denn wenn ich meine Gunblade fertig habe, verkaufe ich mein Doran's Blade und gehe dann von meinem Build, wenn ich meinen Lichbane fertig habe. Also zuerst Hextech Revolver, dann baue ich meinen Rylai's Crystal Scepter, dann baue ich Lichbane. Danach baue ich Gunblade zu Ende und danach gehe ich auf Rabadons, also hier, wo ist es? Hier, dann gehe ich auf Rabadons und wenn ich das noch habe und ich brauche noch ein wenig mehr AP, hole ich mir nochmal den Void Stuff, also für 40% Magic Penetration und vor allem, weil das sau viel Schaden macht, das Ding allein schon 70 Ability Power. Also das haut dann richtig rein, wenn man das hat. Und je nachdem, wenn man hart gefokust wird im Teamfight, baue ich natürlich auch einen Guardian Angel. Oder ein Sonjas Hourglass. Am besten beides, weil das wirklich garantiert, dass man dann sehr viel, sehr lange und sehr oft auch aus dem Teamfight entkommt. Währenddessen sehe ich, dass Renekton meinen Tower pusht. Er hat den ersten schon geslain von mir. Ich leider noch nicht seinen ersten. Bleibt immer noch genauso viel. Da sehe ich, dass Mundo mich töten will, zusammen mit Renekton. Ich habe meine Shroud aber jetzt gerade erst gemacht. Ich werde exhausted. Kurz danach kommt Marcel und unser Warwick. Ich bleibe auf Distanz, gucke, dass der Renekton nicht ganz so viel macht. Ich flashe mich nochmal raus und entkomme. Ohne zu sterben, kriege aber noch einen Assist. Also das war mir am sichersten. Ich hätte zwar noch den Kill kriegen können, wenn er nämlich nochmal mit der Ulti reingelaufen wäre, aber... Ja gut, ich lasse mal den Gegner, unseren Teamkameraden lasse ich mal auch ein paar Kills. Nicht, dass ich das ganze Game alleine carryen muss. Ich meine, unsere Mates müssen auch ein bisschen Schaden machen. So, währenddessen machen die auch schon fleißig Baron. Auch wenn die Baron-Anzeige gerade bei 8000 Leben rumspackt. Aber na gut, ich warte einfach mal. Jetzt müsste das angezeigt werden. Jetzt sinkt die Baron-Anzeige und wir müssen den, glaube ich, auch schaffen. Denn vom gegnerischen Team ist erstmal weit und breit nicht zu sehen. Also wirklich gar nichts. Da sieht man, dass die Ahri und die Tristana versuchen, den Baron zu stehlen. Was ihnen aber, glaube ich, auch nicht gelingen wird. Denn die hauen fleißig weiter drauf. Ich war leider nicht da, weil ich noch Base musste, weil ich sonst verreckt wäre. Dann haben wir aber den Baron geschafft mit Smite. Es kommt wieder zum Teamfight. Ich gehe wieder auf die Tristana, während sie weggejumpt ist. Da komme ich aber leider nicht mehr hinterher. Werfe meinen Q wieder auf die Ahri, haue sie so weit es geht kaputt. Dann habe ich aber zu wenig Vision, springe nochmal rauf und mache einen Auto-Attack und dann bin ich godlike und hat den nächsten Kill. Dann stehe ich auch schon 10-2. Mein Gott, ich rotze gerade den Bildschirm voll. So, jetzt kommt es aber hier zu der Double-Kill. Danach kommt gleich auch noch der Triple-Kill, den ich mit meiner Ulti mache. Als nächstes versuche ich wirklich den Panther zu schaffen. Ich springe nochmal mit der Ulti auf den Mund drauf, erziele den Quadra-Kill, versuche noch den Renekton zu kriegen, aber dann kommt Marcells berüchtigtes Assi-Fass und ich spamme hier den Chat voll, weil ich ein bisschen rumgeraged habe, weil der Penner mit seinem Kuh meinen Panther gestealt hat, ey. Das, oh, hätte ich den gekriegt, ey, das wäre so geil gewesen, ne? Aber was macht er? Er wirft ein Fass und ich krieg es nicht mehr. Ach, das war so, boah, das hat mich so aufgeregt, das geht gar nicht klar. Am besten noch so geschrieben, ja, no Panther, why not give Panther und so weiter, ja. Aber damit muss man leben. Ich glaube auch, dass er ein bisschen von den Polen abstammt, so wie er klaut manchmal, aber naja. So, genug rumgealbert. Währenddessen habe ich schon wieder fast knapp an die 2200 Gold. Gehe auch gleich wieder Base. Die Ahri pusht weiter. Und ich muss mal kurz pausieren, bis gleich, Leute. Oder sind wir? Ich musste nur einmal kurz pausieren.
Wie ihr gesehen habt, habe ich mir jetzt endlich meine Lichbane gekauft, da ich nach dem Quarterkill jetzt endlich mal genug Geld dafür hatte. Und danach habe ich mein Durant's Blade verkauft, weil ich das ja nicht mehr brauchte. Und habe mir dann hier schon mal die Pickaxe, also für die, nicht für den Infinity Edge, sondern für den Hextech Gunblade gekauft, damit wir gleich danach direkt auf die Hextech Gunblade gehen können. Denn wenn ich die fertig habe, kaufe ich mir anschließend noch einmal hier, wie heißt es? Guardian Angel. Vor allem, wenn ich gefokust werde, kaufe ich mir auf jeden Fall Guardian Angel zum, es ist halt eine große Überlebenschance. Und wenn ich noch härter gefokust werde in Teamfight, Sonyas Hourglass. Und wenn es richtig gut läuft und man schön weiter auf Schaden gehen kann, baue ich mir meistens noch einmal den Magic Penetration Stab. Und da sieht man auch, wie wieder der Renekton kurz fast getötet wurde. Da hat wieder Master seine Ulti gefailt. Das war nicht die einzige Fail-Ulti in diesem Game. Naja, gut. Egal. Soll es jetzt nicht weiter stören, denn ja, wir haben fast das Game gewonnen. Es fehlt echt nicht mehr viel. Wir rücken immer weiter vor. Da sehen wir auch, dass der Alistar hier die Gegend abchecken will nach deren Blue Buff. Aber der ist gerade nicht da. Deswegen ist Grace hier noch weiter am Durchpushen. Nebenbei pusht hier die Tristana entgegen. Aber die hat sich auch fast nur Offensive-Items gekauft. Also zwar ein Blutdürster und Phantom Dancer ab und zwei Dorans, aber sie hat wirklich kaum Survivability gekauft. Also wirklich, nee, gar kein Leben oder sonst was. Da hat der Renekton das schon besser gemacht. Ja, gut, dafür hatten die auch ein recht tankiges Team, ne? Das muss man schon sagen. Dr. Mundo baut auch recht tankig, also hat auf jeden Fall Varmox gekauft. Und da sieht man auch, dass der Renekton direkt wieder in den Falle getappt ist, wo wir ihn einkesseln konnten und da habe ich den Legendary Kill gemacht. Oder war ich schon vorher Legendary? Ich weiß es gar nicht mehr, aber ich glaube, ich war schon vorher Legendary. Da schreibt auch die gegnerische Tristana schon, Dat Renekton. Da merkt man schon, dass die ihn nicht besonders mögen. Ich glaube, die haben nach dem Game auch ziemlich geraged, weil er mich angeblich gefeedet hat, obwohl er, glaube ich, nur zwei, dreimal an mir verreckt ist. Die meisten Kills habe ich ja durch Ahri und Tristana bekommen und durch die anderen, die ich gekillt habe. Vor allem bei dem Fast Panther da, den mir Master wieder gesteelt hat, aber egal. Jedenfalls haben wir uns dann überlegt, ja, pushen wir in der Mitte durch. Dann können wir weiter in der Mitte weiter pushen bis zu deren Inhibitor Towern. Deswegen macht das Warwick schon richtig. Er geht hier weiter drauf. Nur verstehe ich Warwicks Bild nicht ganz. Ich meine, der hat Berserkers gekauft mit Warwick, obwohl man schon mit seiner passiven W genug Attack Speed dazu bekommt. Und nochmal Attack Speed durch Mordred's Bloodrazor. Was auch vollkommen fail ist, weil er sich kein bisschen Leben gekauft hat oder sonstiges. Aber bei seinem Score ist das auch nicht verwunderlich, wenn er 1-8 steht, ne? Also da, die einzigen, die wirklich was, also die das Game gecarried haben, kann man sagen, waren Marcel und ich, weil wir hatten die meisten Kills. Auch sogar mehr Kills als die ganzen Gegner. Also jeder Gegner hatte mindestens 3, aber dafür nicht mehr als 5. Denn das maximale Killzahl hatte die Ahri. Nicht mal die Tristana hat genug Kills gemacht, obwohl sie so viel AD gebaut hat und alles. So, da haben wir wieder Renekton gesehen, wollten ihn wieder trappen. Da habe ich einen Tauscher genommen, das ist aber nicht schlimm. Da sehen wir, dass Warwick gleich auf die, wie heißt es immer, auf die Ahri gehen will, aber das hat er sich erstmal verkniffen. Denn wir wollen die erstmal wieder weiter in den Busch locken. Das ist hier fast die, glaube ich, die gleiche Stelle. Da wird Renekton erstmal zu mir gepusht, das ist was gar nicht so gut ist für ihn. Ich spring nochmal ran und hole mir den Kill. Das war ein berechtigter Kill, wie ich finde, weil ich mindestens die Hälfte des Schadens gemacht habe, also passt das schon. So, dann haben wir weiter durchgepusht. Die flamen weiter Renekton. GG und so weiter. For playing bad or what? Ja. Naja, das ist immer jemand, wenn man jemanden auf der Top-Lane kriegt und er den Gegner feedet, dann ist es halt klar, dass der die ganze Zeit von dem gegnerischen Team geflamed wird, ne? Das ist klar. Wenn ich meine Lane gefeedet hätte, würde ich auch geflamed werden. Boah, da hat Marcel die erste vernünftige Ulti gemacht. Sauber. So, den Kill habe ich leider auch nicht gekriegt. Dafür habe ich massig Schaden genommen. Mich dann ein bisschen gestört, aber das hat mich jetzt nicht weiter gestört, eigentlich. Na gut, ging eigentlich nur. Da sieht man auch, dass die Tristana noch kurz die uns weggeschossen hat, damit wir sie nicht weiter töten. Das war wieder ein Epic Flash, den er versucht hat, da zu landen.
Ich glaube, die geben auch gleich auf, oder? Geben die auf oder haben wir das Game einfach durchgepusht? Ich weiß es gar nicht mehr. Jedenfalls haben wir hier noch weiter durchgepusht. Der Renekton hat wieder versucht, etwas zu machen. Aber da haben sie schon surrendered. Dann haben wir geschrieben, GG, well played. Und das war's eigentlich. Und das war's dann. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen den Playstyle von Akali näher bringen, so wie ich es spiele. Und wir sehen uns das nächste Mal, Leute, zu einem anderen Projekt oder zu einer weiteren Folge von League of Legends. Also bis dann, Leute. Ciao.